Schiedsrichter auch mal lecken kann? Bachmann hier. Wie sagt man bei Ihnen? Calimera, Herr Pürferakis. Die kann ich da. Meister. Mehr kriege ich es leider nicht drin. Sagen Sie, gibt es eine Entscheidung? Na, wunderbar. Ja, ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Hallihallo. Hier bitte. Danke. Und, was soll man sehen? Ey, sag mal, kennst du den? Ja, ja, der ist seit gestern bei uns zu Gast. Halt dich ran, ist eine gute Partie. Wo ist hier die Batterie? Da gibt es keine Batterien, Solarzelle. Sonne. Ah. Sag mal, gibt's irgendwo noch ein Tröpfchen Milch? Miss. Ach, muss ich mir das selber holen jetzt? Hm? Was ist los? Rostar, bevor der deine Taverne kauft, kaufen wir erstmal einen neuen Taschenrechner. Lass mich doch. Was ist denn eigentlich los, Katharina? Wir wollen die Taverne verkaufen. Da wird er sicher ein gutes Angebot haben sonst. Christoph, das ist mein Elternhaus. Und er will das irgendeinem Tourismuskonzern in den Rachen schieben. Du arbeitest doch auch bei einem Tourismuskonzern. Ja, ich habe auch nichts gegen Tourismus oder Konzerne. Aber für Zerstörung, dagegen habe ich was, verstehst du? Kathi, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt reg dich ab, Mann. Ich halte das alles für heiße Luft. Was kostet das da an Summen verlangt? Das kriegt er doch nie. Ja, war nicht toll. Prost. Du bist eben nicht nur Schiedsrichter, du musst eine Geschichte daraus machen. Ein paar witzige Kommentare, ein bisschen Selbstironie. Mensch, die Leute machen Urlaub hier und keinen Sport. Ja, schon klar. Aber ich denke, dazu sind wir da. Eigene Erfahrung. Ja, klar. Zum Schluss war es ja schon richtig super. Also. Hey, wo ist dein Rucksack? Meine? Das ist doch schon fast deine. Oh, Entschuldigung. Darf ich mal meinen Rucksack nehmen? Ja. Dankeschön. Was darf es denn sein für den Herrn? Ein Apfelchen. Wie wär's damit? Dankeschön. Bis später. Ciao. Ciao. Kann ich auch mal? Ja, klar. Wie lange ist es denn noch bis zur Heimreise? Oder bist du gerade angekommen? Ich mach keinen Urlaub hier. Ich bin Animateurin. Das heißt, ich will eine werden. Dem Club hier ist ein Animateurs-College angeschlossen. Und da mache ich eine Ausbildung. Toll, toll. Aber du siehst auch nicht gerade nach Urlaub aus. Wieso? Das ist zurzeit mein Office. Ah, was machst du denn? Wir bauen zurzeit ein Hotel in den Berg. Ah. Bachmann hier. Ja, sieht gut aus. Dunkelgrünes Licht sozusagen. Ich hab den Inhaber der Taverne soweit. Der will verkaufen, das wäre der Durchbruch. Der Mann hat im Dorf großen Einfluss. Das wird die allgemeine Lage günstig beeinflussen. Na. Na, na, na. Was sagt denn da die Chefin dazu in dieser Zeit? Weiß nicht. Frühstückspause, sage ich. So, so. Das nächste Mal passt du besser auf. Und wenn's nicht mehr gegen den Stachel trat, ja, meine Süße. Jetzt bleib doch mal ganz ruhig, ich bin doch gleich fertig. Ja?
So, Moment. So, alles klar. So, jetzt lauf. Ja. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ja. Komm mal, Ligo. Ob. Calimera. Calimera. Die Kanite. Oligal, es ist. Ja. Mir geht's bestens, danke. Was machen Sie hier? Ich meine, das ist mein Haus, verstehen Sie? Katalavenis. Και τι να κάνουμε, καινούριος δρόμος θα γίνει, εδώ. Was? Eine neue Straße. Vorvertrag. Bitte, lesen Sie sich alles in Ruhe durch. Danke. Ich mache jetzt einen Termin beim Notar in Heraklion. Dort wird dann der eigentliche Vertrag ausgefertigt. Wo soll ich unterschreiben? Da vorne. Und hinten. Das ist ein super Deal. Sie werden sehen, so viel werden Sie nie wieder für dieses Objekt geboten bekommen. Sie übertreiben, aber es ist genug, um für mich und meine Schwester ein neues Haus zu bauen. Mit mehr Komfort. Jamas. Jamas, auf Sie und das ganze Dorf und die Zukunft. Jawohl. Wir werden sehen, keiner wird es bereuen. Hallo. Ja. Kostas, kann ich dich mal kurz sprechen? Ja, sicher. Was ist? Vielleicht könnten wir da drüben. Ja. Einmal mit dir? Kein Problem. Ja, was ist? Was hast du auf dem Herzen? Ich will wissen, was da läuft. Da rammen Leute Vermessungsstäbe in unseren Garten und sagen, das wäre in deinem Auftrag. Das ist richtig. Die Zufahrt zum Dorf ist zu schmal, zu klein. Und das auf einmal? Die hat doch 1000 Jahre ausgereicht, wahrscheinlich noch viel länger. Das ist das Problem. Wir haben 1000 Jahre geschlafen. Na, herrlich. Und jetzt seid ihr plötzlich alle aufgewacht. Was soll das? Die Baufahrzeuge kommen so besser bis zum Dorf. Wenn wir die Straße ein bisschen breiter machen. Baufahrzeuge? Ach, er will deine Taverne kaufen. Er hat und wird gut bezahlen. Was ist los? Du hast schon verkauft? Ja, und Katharina, was macht die? Katharina, Katharina. Erstmals ist das ein Vorvertrag. Und zweitens, sie bekommt ihren Anteil. Katharina hat ihren Beruf im Hotel, unten am Meer. Die kommt hier rauf ins Dorf, wenn sie uns braucht. Aber dass wir älter werden. Dass wir an unsere Zukunft denken müssen, daran denkt keiner. Und dieser Mann ist unsere Zukunft. Er will die Häuser kaufen und ein Hoteldorf bauen. Die alten Häuser schön restaurieren. Das ist doch gut für unser Dorf, ne? Die Genehmigung aus Heraklion dauert 2-3 Jahre. Aber es gibt ja auch andere Wege. Ja, sicher. Ohne Genehmigung. Wie er die Dinger da unten am Meer baut. Kreuz und quer in der Landschaft, ohne Planung. Der Bürgermeister. Ja, Entschuldigung. Komm, trink eine Reiche mit uns und freu dich mit mir. Es gibt wieder eine Zukunft. Lass mal, Kostas. Ich hab's heute irgendwie am Magen. Freitag. Morgen früh. In Ordnung. Ich ruf auf jeden Fall noch mal an. Tschüss. Alles klar? Why did you leave me? Why did you go away? Just to believe it. And I had to say, try to forget you and find somebody new. Darf ich mal? Warum nicht? Greta Garbo. Das Outfit schreit ja glatt nach dem Drink an der Bar hinterher. Ja, klar. Doch zunächst. Warst schon wieder weg? Ja, mein Auftritt. Ich habe eine Premiere. Drück mir die Daumen. Na klar. Toi, toi, toi. Katja zur Hinterbühne, bitte. Katja zur Hinterbühne, bitte.
Ja, das war okay. Das Timing war wirklich gut. Ja? Ja. Viel Glück. Seid ihr mit dem Licht draußen klar? Toi, toi, toi. Okay. Toi, toi, toi. Das soll Glück bringen. Wird schon schief gehen. Hey, hast du nachher noch was vor? Weiß noch nicht. Los, du musst raus. So, Musik ab, bitte. Das kannst du nicht so einfach verkaufen. Du wolltest es schon vor Jahren die Taverne nicht übernehmen. Ja, aber trotzdem ist es auch mein Erbe. Und du hast mich noch nicht mal gefragt. Wenigstens das hättest du tun können. Carita, Caterina, die Hypothese in den Andriki. Se paracalo, afisemi. Ich kann nicht reden mit ihm, Christoph. Was sagt er denn? Sag schon. Männersache. Ich soll mich nicht einmischen. Kostas, können wir nicht in Ruhe drüber reden? Caterina hängt an dem Elternhaus. Ist doch ganz klar. Sie will einfach nicht, dass hier ein Hotel raus wird. So in Ruhe. Sieht's aus, ja. Ihr kommt hierher? Nie ist Ruhe. Wer bringt denn die Hektik hier? Die Taverne ist wichtig für das neue Hotel. Hier soll die Zentrale und die Rezeption, Büros und so weiter. Zentrale, Rezeption? Sag mal, wo soll denn das alles hin? Ja, ein bisschen muss man schon umbauen. Oder vielleicht abreißen, was? Vielleicht auch das. Hätte ich das Geld gehabt, hätte es getan. Abreißen? Das ist nicht dein Ernst. Ich denke hier aber von Restaurieren die Rede. Manchmal kommt mir ja vor wie Klugscheißer. Wo wart ihr denn, als es uns ja schlecht ging, ja? Entschuldigt, darf ich mal kurz stören? Ich bin drüben in der Disco, okay? Okay. Ciao. Ciao. Sag mal, was will eigentlich so ein Mädchen wie du hier als Animateurin? Das macht mir Spaß. Aber vielleicht wüsste ich, was bei dir mehr Spaß machen könnte. So? Und das wäre? Ich brauche eine Assistentin. Ich habe heute allein zwei, nee, warte, drei, sogar drei Häuser gekauft. Da fällt jede Menge Arbeit an. Mhm. Häuser streichen. Nee. Es ist mehr, naja, wie soll ich sagen, an eine repräsentative Aufgabe gedacht. Du siehst gut aus, da werden wir uns gut ergänzen. Wir? Wir sind also schon beim Wir. Spätestens der Gehaltsrahmen wird dich überzeugen. Auch repräsentativ? Selbstredend. Noch zwei. Ich habe jetzt schon einen Schwips. Aber der Arm fängt doch gerade erst an. Was hast du vor? Schritt für Schritt. Zunächst, deine Bühnenshow war fantastisch. Und weiter? Eine starke Ausstrahlung und nicht ganz unerotisch. Und weiter? Ich mag dich. Und weiter? Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Und Prost. So, so. Ich eigne mich für repräsentative Aufgaben. Mein Gehaltsrahmen ist komfortabel. Ich sehe gut aus, habe Ausstrahlung und bin nicht ganz unerotisch. Aber hallo. Ist das nicht alles ein bisschen gefährlich für mich? Es kommt auf dich an. Und auf dich. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Wie geht's weiter? Ah, jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Das ist ja furchtbar. Hast du Lust zu tanzen? Lass uns in die Disco gehen. Korianici Fili, an θέλουμε ένα καλύτερο μέρος για το χωριό μας, πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε να χτιστεί το ξενοδοχείο. Was sagt ihr? Was er immer sagt. Das Hotelprojekt ist gut für die Zukunft des Dorfes. Und ich fürchte, die meisten stimmen zu. Die Sache ist ja weiter gediehen, als sie zugeben wollen. Irgendwer muss das ja von langer Hand vorbereitet haben. Na, ratet mal, wer. Wer denn?
Auf mich reagiert sie nicht so hart. Ich find's wunderbar. Endlich geigt die denen mal ihre Meinung. Nee, aber der Zapplade, da gehe ich nicht mehr auf die Tanzfläche. Mach doch nichts. Prost. Jetzt warte ich eigentlich darauf, dass du wieder fragst. Und weiter? Und weiter? Ist das der Anstellungsvertrag? Das ist eigentlich mehr. Von mehr war nicht die Rede. Aber es könnte doch zur Sprache kommen. Hm? Mann, Leute, das ist einfach unglaublich. Gott. Ach, die sind ja schneller als der Schall. Da wundert es einen eigentlich, dass sie noch nicht angefangen haben. 31, 32 Unterschriften. Na, immerhin. Ist doch ein guter Start für eine Bürgerinitiative. Sag mal her. Vielleicht können wir tatsächlich verhindern, dass die anderen verkaufen, hä? Aber wozu diese Eile? Man hat ja echt den Eindruck, als ob das hier morgen beginnen soll, hä? Wozu die Eile? Das kann ich euch genau erklären. So schnell wie möglich Tatsachen schaffen. Ohne breitere Straße kein funktionierendes Hotel. Da kommen doch die Touristenbusse nicht hoch. Das wird wohl die Bedingung gewesen sein. Ganz klar, das war der Punkt, den Kostas angedeutet hat. Der hohe Preis wird nur bezahlt, wenn die Dorfstraße dementsprechend ausgewählt wird. Ach so. Und da in diesem Bereich die engste Stelle ist... Sag mal, ist die das wirklich? Na klar, die hätte es oft beinahe gekracht. Röde. Was ist? Tja. Ja, ich hab Durst auf den Wein. Kai Röde, was ist mit euch? Wir kommen gleich wieder. Ja, irgendwas führt Kai doch im Schilde, oder? Nicht nur er. Was habt ihr vor? Zunächst müssen die zwei erstmal Erfolg haben. Ich meine, da unten an der Raupe. Für mich nicht. Was denn, Wasser? Da war doch immer die Rede von den sagenumwobenen Wirkungen der Ziegenmilch. Ja klar, nimm dir. Aber was willst du bewirken? Das möchte ich auch gerne mal wissen. Energie. Da sind doch angeblich jede Menge Vitamine drin. Ja, das stimmt. Und Mineralstoffe. Auch. Also für mich Ziegenmilch. Und den zwei da unten bringst du am besten den ganzen Eimer. Sekunden. Mit Karin Röde könnte man glatt eine Bank knacken. Was dein Angebot angeht, ich werde es mir überlegen. Es klingt verlockend. Vielleicht auch schon mehr als das. Es war ein schöner Abend. Aber das ist ja doch immer noch. Ich muss morgen früh raus. Ich habe Frühsport am Strand. Emma, ich habe noch einen wunderschönen alten Whisky auf meinem Zimmer auf dem Absacker. Ich sacke bereits ab, wenn ich nicht aufpasse. Gute Nacht. Danke. Whatever you dream, whatever you need, you gotta let it out and get it through to me. Write it in or let out or pick up the phone, but get it to me, baby.
Hör mal, dein Schlüssel steckt noch. Erste Kundschaft. Oh, Mann. Was? Ach, das ist Manolis, der Gemüsefritze. Der kommt morgens immer als Erster. Wie viel Uhr haben wir denn? 5:30. Der Arme, sollen wir den noch durchlassen? Warum das denn? Mann, wir versauen ihm doch das ganze Geschäft. Hey, Kai. Grüßi. Der hat da immer so leckere Tomaten. Also, wenn diese Straßensperre schon die Behörden auf die Ungesetzlichkeiten hier aufmerksam machen soll, dann muss die auch knallhart durchgezogen werden, finde ich. Ah, das ist Leandros. Dem gönne ich das. Wieso? Der kommt von seiner Freundin, erzählt aber seiner Frau seit einem halben Jahr, er hätte Nachtschicht. Tja, Leandros, dumm gelaufen was. Kann man so sehen. Streckt mal eure Arme aus. Und genau das ist der Abstand, den die Gäste beim Frühsport brauchen. Um sich gegenseitig nicht zu verletzen und um euch vorne zu sehen. Alles klar? Okay, so, jetzt wird's ernst. Da drüben warten die ersten Gäste. Wer will anfangen? Um Gottes Willen, nicht alle auf einmal. Bitte. Ach, sehr schön, Maria. Wir treffen uns da drüben auf der Wiese. Alles klar? Da ist nicht da. Weißt du was, Rubier? Naja, wir fangen trotzdem an, aber Pluspunkte gibt das keine. Ja, vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht. Nur mit vielleicht kann man keine Gästebetreuung machen. Okay, ich schau mal nachher. Okay. Bis gleich. Katja? Katja? Ja, ja. Ich weiß, ich hab verpennt. Ja, komm, dann hau rein. So wie ich aussehe. Sag Claudine, dass ich krank bin oder sowas. Kannst du das für mich machen? Warum hast du nicht gesagt, dass du kündigen willst? Will ich das? Du musst wissen, was du willst. Und du? Bei mir kannst du sofort anfangen. Ich habe schon längst angefangen. Heute Nacht. Du hast mir total den Kopf verdreht. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wo der ist, der Kopf. Du, ich bringe Entschuldige, aber als nächstes. Ich will nicht das Nächste. Ich will das, was jetzt ist. Frisches Brot. Wunderbar. Selbst gebacken. Sehr gut. Da kann er lange fummeln am Motor. Aber wie ist denn das Gerät stillgelegt? Ha? Hm? Was? Moment. Was ist denn da? Nichts. Zeig doch mal. Hier. Ein Transistor. Ja. Der steuert für gewöhnlich den Zündstrom, wenn er nicht gerade bei uns zu Besuch ist. Die Polizei ist auch da. Ah. Und mit der Polizei die Presse. Jetzt ist es öffentlich. Jetzt müssen die Behörden aktiv werden. Lass mal in Ruhe frühstücken, ne? Gib mal ein Brot her. Jo. Achtung. Wir wissen von nichts. Klar. Kalin, mehr das was? Hey, mehr. Mehr Rotz, Paragallo. Ξέρετε, ob du sagst, dass wir auf das Mechanik mal da. Was sagt er? Er fragt, ob wir irgendwas gesehen haben. Orchi, Orchi. Wir haben geschlafen. Nun, es ist ja nicht zu übersehen, dass Sie eine gewisse
soll ich sagen, Federführung übernommen haben. Ja, aber die Vermutung, ich hätte was mit der Straßenblockade zu tun, ist völlig abwegig. Davon weiß ich gar nichts. Danke, Maya. Mein Besuch gilt auch weniger dieser Aktion als einer gewissen Vertrauensbildung. Wir sollten nicht länger gegeneinander arbeiten. Da haben Sie auch den falschen Eindruck. Ich arbeite nicht gegen Sie. Ich arbeite, wenn Sie so wollen, für etwas. Unsere Dörfer sollen wieder neu belebt werden. Ja, wunderbar, das will ich auch. Ah, und was ist dann im Winter, wenn die Touristen weg sind? Totenstädte. Und die wenigen Alten, die da noch leben, die sind dann endgültig alleine. Ja, Sie werden die Räder nicht zurückdrehen. Zurück nicht. Aber im Sinne der Dorfbewohner weiter. Es gibt dafür bereits Modelle in anderen Dörfern. Wir werden eine Genossenschaft gründen, die sich um die Entwicklung des Tourismus kümmert. Dann sind alle beteiligt. Und was noch wichtiger ist, das Dorf bleibt erhalten. Bedenken Sie das Kapital, welches sofort verfügbar ist. Damit ködern Sie, ich weiß. Was, halten Sie die Menschen für so unmündig? Unmündig? Nein. Verführbar ist schon besser. Sie selbst halten Sie für weniger verführbar? Wie meinen Sie das? Nun, wenn es auf einen gewissen Konsens hinauslaufen könnte, würde es unserer beider Interessen nützlich sein. Danke, nein. Sie wollen es also auf einen Konflikt ankommen lassen. Hören Sie mal zu, Herr Bachmann. Das ist mein Zuhause. Natürlich werde ich kämpfen. Und ich bin längst nicht mehr allein. Warte mal ab. Das wird schon seine Wirkung haben. Jetzt halt fest und konzentriere dich, ja? Ja, tue ich doch auch. Aber unsere Wunderwaffe wird gerade abgeräumt. Na und? Macht doch nichts. Was wir wollten, haben wir erreicht. Öffentlichkeit. Die Presse hat ihre Fotos gemacht. Also, was willst du mir? Wenn sie nicht veröffentlicht werden, was dann? Grüße. Ja. Nicht so pessimistisch. So, jetzt halt gut fest. Ja. Calimera. Calimera. Was treibt dich denn hierher? Warte, wir sind gleich fertig. Was ich zu sagen habe, braucht nicht viel Zeit. Moment. Hast du's? Ja. So. Okay, ich auf. Alles gut. Setz dich. Ah. Wenn ich mich recht erinnere, hast du dich hier noch nie blicken lassen. Was liegt an? Raki? Kein Rick. Vielleicht eine Ziegenmilch. Also, Mieterhöhung. Kündigung. Bitte? Du hast eine Woche Zeit, dann seid ihr hier draußen. Dies ist mein Haus. Ihr habt es bis Freitag zu verlassen. Was ist denn mit dir los? Das wollte ich dich fragen. Ich dachte, wir sind Freunde. Hey, Kostas, jetzt mal raus mit der Sprache. Ja, glaubt ihr, ich kann mir nicht vorstellen, wer die Straße blockiert hat? Ach so. Wenn die Behörden den Bau der Straße blockieren, dann wird das nichts mit Money verkauft. Und das ganze Dorf guckt in die Röhre, weil Bachmann nur zahlt, wenn die Straße verbreitet wird. Du willst mich also hier rausschmeißen, ja? Hey, Kostas, lass dir erstmal alles der Reihe nach erklären. Ich brauche keine Erklärungen. Wir waren Freunde, aber so geht man nicht mit Freunden um. Aber man baut für Freunde eine Straße. Kai, hör auf, das bringt doch jetzt nichts. Kostas. Nichts. Tipota, Freitagabend bin ich hier, da ist das Haus frei. Stören. Ja? Die Katja ist da, die will unbedingt mit dir reden. Du, ich kann jetzt nicht. Ja, ich weiß, aber angeblich ist es wahnsinnig wichtig. Ja? Ach Mann. Ja, gut, schick sie rein. Okay. Katja? Magst du was trinken? Nee, danke. Na, was gibt's denn so Dringendes? Katharina, bitte versteh das jetzt nicht falsch. Es hat nichts mit dir, Claudine oder sonst jemandem hier zu tun. Einzig und allein mit mir. Ich möchte die Ausbildung abbrechen und sofort aussteigen. Na nun. Ich habe ein Angebot für einen Job, welches total interessant ist. Ich habe es mir überlegt und bin eigentlich fest entschlossen. Das heißt, nicht nur eigentlich, ganz fest entschlossen. Na, hoffentlich hast du es dir gut überlegt. Weiß Claudine davon? Ja, ich habe mit ihr schon gesprochen. Darf man fragen, was du in Zukunft machen willst? Eine Entwicklungsgesellschaft plant hier auf Kreta einen Hotelkomplex. Tja, und die haben mich angestellt. Entwicklungsgesellschaft? Nicht Terra Miranda. Doch. Den Geschäftsführer kennst du vielleicht. Bachmann. Ja, genau. Christian Bachmann. Er war Gast bei uns hier im Club. War? Ja, wir ziehen heute aus. Das heißt er. Ach so. Sag mal, ist dir das eigentlich klar?
Du tust dich da mit jemandem zusammen, der mein Dorf durch Umwandlung in ein schmuckes Luxushotel kaputt sanieren will. Im Country-Style, versteht sich. Das sehe ich ganz anders. Und offenbar viele Dorfbewohner auch. Na dann. Wie sagt man so schön? Wir wünschen für Ihren weiteren beruflichen Werdegang alles Gute. Jetzt bist du doch sauer. Glaubst du, ich stecke das einfach so weg? Menschenskind, wir investieren eine Menge Geld in eure Ausbildung. Abgesehen davon entsteht ja auch sowas wie eine menschliche Bindung. Aber das zählt ja überhaupt nichts mehr heute, ne? Ach Mann, was rede ich überhaupt? Entschuldige. Du kannst dir deine Papiere morgen abholen. Ich leg dir keine Steine in den Weg. Katharina. Lässt du mich jetzt bitte allein? Du. Bitte. Hallo. Kai, guten Morgen. Hey. Moin. Schau dir das an. Die haben ein Bild veröffentlicht und ausführlich drüber geschrieben. Hier. Na? Na und? Was na und? Das ist doch Wahnsinn, Mann. Wahnsinn. Wir können hier die Koffer packen. Rechnet sich das? Und ich fange gerade an, das Landleben zu akzeptieren. Jetzt, wo wir hier raus müssen, merke ich eigentlich erst, wie sehr ich schon an der Eulenhütte hänge. Letzte Woche noch die Vorhänge genäht. Ich könnte mich selber in den Hintern beißen, wegen dieser scheiß Sponti-Aktion. Hör mal, warum sprichst du nicht mal mit dem Anwalt drüber? Du hast eine Menge in das Haus reingesteckt. Mann, Junge, werd doch mal wach. Was habe ich denn für einen Vertrag? Handschlag. Na, wunderbar. Da können wir uns jetzt eine Menge verkaufen. Wir sind die ganze letzte Nacht wachgelegen. Zack, sitzt du auf der Straße und fängst wieder von vorne an. Wieso denn von vorne? Wo sollen wir denn auf die Schnelle hin, wenn wir hier raus müssen? Und was mache ich mit den Tieren? Ja, vielleicht sollten wir doch nur mal mit Kostas reden. Hm? Ach was. Der ist im Moment wie ein blinder Stier. Außerdem müssen wir Katharina helfen. Tut mir leid, aber ich muss darauf hinweisen, die Vorverträge beinhalten Rücktrittsklauseln. Ich kann selbstverständlich das Projekt nicht weiterverfolgen, wenn die Behörden sich querlegen. Probi mal. Τα προσυμβόλαια λένε, εάν οι αρχές διαφωνήσουν, υπάρχει φόβος να κυρωθεί η συμφωνία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μια μικρή καθυστέρηση, αυτό είναι όλο. Τα πούγκα μάλιστα σάκ, τα σιτ κάιν προβλήμ χεία. Τα σκόντε νουρ έτβας λέγκα ντάουερ. Κουτ, ich verlasse mich auf ihn. Ich schlage vor, wir nehmen ein Aperitif hier auf der Terrasse und gehen dann zum Essen. Okay, ich denke, wir benötigen Herrn Dolmetscher schon nicht mehr. So viel können wir uns noch verständigen. Zur Not mit Händen und Füßen. Dann, ich treffe mich auf jeden von euch. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Danke. Thank you. Katja, würdest du den Herrn noch mal umsetzen? Ja, klar. Kommen Sie. Ich habe uns hier draußen ein paar Drinks bereitgestellt. Guten Tag. Guten Tag. Reisegruppe Nordland? Nein, ich bin privat hier. Können Sie mir sagen, welches Zimmer Herr Bachmann hat? Herr Bachmann? Oh, der ist gestern abgereist. Das heißt, der hat das Hotel gewechselt. Und wo wohnt er jetzt? Das weiß ich nicht. Auch nicht, wenn Sie noch einmal nachdenken. Bin ich ganz sicher, aber probieren Sie es doch mal in diesem Hotel. Es ist ganz in der Nähe hier. Christian? Guten Tag, Sir. Entdeckt. Okay, dann wollen wir hoffen, dass alles gut geht. Ja. Wird schon klappen, oder? Yes. Christian? Ja? Der Tisch ist eingedeckt. Wir können essen. Wollen wir schön essen gehen, ha? Yes. Ja.
Jamas. 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 Ja, Kinders, wer möchte noch? Das ist doch fantastisch. Was soll man auf den Kellner warten? Am besten alle. So. Schön, dass das alles so klappt. Kann ich noch brauchen. Darling. Oh, danke schön. Die Scheren sind das Beste. Chef, Herr Bürgermeister. Endaxi. Hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Ruth. Ja, was für eine Überraschung. Darf ich vorstellen, Herr Papadopoulos, der Bürgermeister, Frau Nettermann, eine Mitarbeiterin. Das ist Frau Höhne, meine Partnerin. Ja, willst du nicht setzen? Nein, nein, ich wollte gar nicht stören. Ich war eh in Wien fertig, da dachte ich, kommst du einfach früher. Ja, schön. Ich hoffe, ich störe nicht. Guten Appetit. Danke. Hi. Du Schatz, ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Heute Abend ist noch mal eine Dorfversammlung. But I get a clear, I can see every stop. Missing you, wonder where you are. Was? Schon wieder eine? Wer hat denn die einberufen? Diesmal ich. Du, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie das Dorf auch ohne Hotel eine Zukunft haben kann. Guck mal die Damen, dass viele kommen, ja? Mach ich. Sag mal, was bitteschön heißt hier Partnerin? Wir leben zusammen. Sag, dass das nicht wahr ist. Christian, sag, dass das nicht wahr ist. Katja, jetzt tu nicht so weltfremd. Weltfremd? Sag, dass das nicht wahr ist. Ich denke, du machst die Augen auf. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Du, es ist mir alles andere als recht, wie die Sache gelaufen ist. Hast du vergessen, was du mir alles versprochen hast? Übernächstes Wochenende sollte es nach Venedig gehen. Unsere gemeinsame Zukunft. Ist das jetzt alles nicht mehr wahr? Ich habe mir was vorgemacht. Christian. Vor 5 Minuten wäre ich noch an jeden Ort der Welt für dich gegangen. Und das würde ich auch jetzt noch, wenn du dich für mich entscheidest. Zunächst, unsere berufliche Vereinbarung bleibt selbstverständlich von den Ereignissen unberührt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Was soll ich damit? Lass mal ein paar Sachen im Bad. Tod ist gerade nicht da. Jetzt will die Angelegenheit, wie soll ich sagen, vereinfachen würde es sie. Wie bitte? Du Schwein! Du altes Schwein! Der Ablauf des Restaurantumbaus in den laufenden Betrieb integriert werden soll. Und dann das übliche freundliche Grüße oder besser unfreundliche Grüße. Also manchmal haben die in Frankfurt wirklich einen Radlapp, du. Praxisfern bis zum geht nicht mehr. Geht als Fax nach Frankfurt und dann machen wir noch die Post. Bis gleich. Ja, Sekretariat Clubchefin? Katja? Ja. Oh, nee, du. Hier wartet eine Menge Arbeit auf mich. Tut mir echt leid. Wen? Röde? Das
Sag mal, was ist denn los? Du klingst so komisch. Wenn du meinst. Um wie viel Uhr denn? Ja, das könnte klappen. Heute Abend liegt für ihn nichts an. Okay, ich sag's ihm. Ich hab's gar nicht erkannt. Ich kenn mich ja selbst kaum noch. Was ist denn los mit dir? Weißt du, am meisten ärgere ich mich über mich selbst. Ich hab mir den Himmel auf Erden versprochen. Ich Idiot, hab's geglaubt. Er hat Schluss gemacht, hm? Schluss? Wenn's den wenigstens gegeben hätte. In mir hat sich so viel Wut angestaut. Ich würde am liebsten alles rausschreien. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich muss unbedingt mit Katharina reden. Klar. Ich traue mich nicht. Sie stellt dich bestimmt wieder ein. Ich würde auch verstehen, wenn nicht. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich habe wichtige Informationen für Katharina. Die Sau. Den mache ich fertig. Scusa. Sag mal, wo sind die Lautsprecherzuleitung? Die müssen noch im Wagen liegen. Gut. Na, wann soll's denn losgehen? Tut mir leid, mit der Organisation habe ich hier nichts zu tun. Ah ja? Ist irgendwas? Ah, wissen Sie, bei mir hat sich in letzter Zeit der Eindruck verdichtet, wir sollten uns mal unterhalten. Aber zu einer Unterhaltung muss auch ein Unterhaltungsbedarf bestehen. Neben den organisatorischen Fähigkeiten eine analytische? Pass mal auf, ich gebe Ihnen mal einen guten Rat. Meine Tante, die war früher mal in einer sozialpsychologischen Beratungsstelle tätig. Die hat mir immer gesagt, Kai, wenn es bei dir kocht, dann lass es raus. Also, dann gehen wir mal aus der Sonne sonst. Sonst? Sie wollen mir drohen? Das war keine Drohung, nur ein guter Rat. So, da ist das Kabel. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, wir werden in Zukunft noch viel Spaß miteinander bekommen. Sie werden sicher noch öfter den Rat Ihrer Tante benötigen. Andi, sag mal ruhig. Spricht da einer? Entschuldigung, der ist in letzter Zeit total genervt. Ja, wissen Sie, verspreche Ihnen, auch wenn einige Runden nach Punkten verloren gehen, ich setze auf K.O. Sag mal, bist du wahnsinnig? Wie kannst du dich mit ihm anlegen? Weißt du was, mein Lieber? Ich hatte selten das Gefühl, aber ich war kurz davor, dem einen in die Fresse zu hauen. Tja, zum Glück nicht. Ja, ich nehme an, bei dem Projekt verschleißt du eine Menge Assistentin. Die Sau. 1-1-1-1-1 geht nicht, geht nicht. Kann ja auch nicht. Warum? Ohne die drei digitalen Kompressionsadapter geht es überhaupt nicht. Willst du mich fertig machen? Entschuldigung, Mann. Chill. Cool down. Tut mir leid. Also du planst denn zum Beispiel hier die Rezeption, da hinten die Poolbar, da die Gästeräume und hier den Parkplatz. Von wegen Restaurierung der alten Häuser. Ganze Gassen sollen verschwinden. Guck dir das mal an. Hier, da, hier. Wahnsinn. Sag mal, wird das Fehlen des Plans auch nicht auffallen? Ich denke, nein. Da lagen noch mehrere Kopien auf dem Tisch. Und die Geschichte mit dem Bürgermeister? Du kannst bezeugen, dass er von Bachmann Geld genommen hat? Ganz sicher. Und das war nicht wenig. Wie viel denn? Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe es nur aus der Entfernung gesehen. Aber eine Menge war es schon. Also, wenn ich das den Leuten heute Abend mitteile, ich bin sicher, keiner wird mehr zu Bachmann stehen. Damit machen wir zwar die bestehenden Verträge nicht wieder rückgängig, aber zumindest finden keine weiteren Verkäufe statt. Und wie sich dann die anderen verhalten, die schon verkauft haben per Vorvertrag, das werden wir dann sehen. Sag mal, kann ich den Plan behalten? Das ist wichtig. Ja, klar. Im Grunde will er das ganze Dorf platt machen. Sorry, da wäre noch was. Hm? Naja, ich weiß, Katja will da nicht so gerne drüber reden, aber meinte nicht, sie könnte wieder bei uns anfangen? Ach nein. Ich weiß, dass das Ganze ein bisschen übereilt war von mir. Und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Wie war das? Zimmer 234. Okay. Na, dann geh mal. Ich glaube, es ist noch frei. Danke. Von nächstem Mal macht er das jetzt, ja?
να καταντήσουμε ξένοι στην ίδια μας πατρίδα. Να ξεπουλήσουμε την ιστορία μας, την ύπαρξή μας. Με τη σημερινή μας απόφαση θα καταλάβουν οι ξένοι ότι θέλουμε αυτά τα έργα, αλλά έξω από τα σύνορα του χωριού μας. Γιατί έτσι δεν καταστρέφεται ούτε η ομορφιά του τόπου μας, ούτε η αξιοπρέπεια των ανθρώπων του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Was sagt sie? Ruhig, jetzt geht's auf den Bürgermeister. Μερικοί που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση φροντίζουν να ικανοποιήσουν μόνο τα ατομικά του συμφέροντα. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα άτομα έχουν κάποιο προσωπικό κέρδος από αυτά τα έργα. Γι' αυτό σας πιέζουν να υπογράψετε. Αυτό είναι προσβολή. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, Παγιανή, μην πιστέψετε σε αυτά τα λόγια. Ξέρετε πόσο αγαπάω το χωριό μας και πόσο αγωνίζομαι για αυτά. Μια στιγμή, μια στιγμή. Δεν είναι όμως μόνο ο πρόεδρος. Υπάρχουν και άλλα άτομα ανάμεσά μας που κάνουν τέτοια πράγματα. Na, die Runde hat sie gewonnen. Hat sie. Aber Hunde, die Angst haben, beißen. Ich will nicht hoffen, dass die irgendwann mal zurückschlagen. Hey, da hat Kathi erstmal einen Riegel vorgeschoben. Γι' αυτό πρέπει να προφυλακτούμε. Συμφωνείτε? Haut rein, Jungs, auch wenn wir morgen raus müssen, das Projekt ist gestoppt. Hier, Landwein schmeckt nicht und macht alt. Na, was kocht ihr denn da Schönes? Und ihr meint, kostet das jetzt wirklich vor die Tür? Na, bis jetzt haben wir noch nichts Gegenteiliges gehört. Aber Leute, gepackt wird erst morgen. Ja, und das? Dann ziehen wir zu Katharina und Christoph, gell, für den Übergang. Irgendwo muss doch noch so eine Scheißbruchbude aufzutreiben sein. Ja, ich denk schon wieder mit Grauen dran. Ich bin froh, dass du wieder dabei bist. Ich auch. Mhm. Dass ich dabei bin? Was ist los? Ja, was habt ihr denn? Sind vielleicht ein paar Gläser da? Oder soll ich die auch noch mitbringen? Whatever you dream, whatever you need, you gotta let it out and get it. Okay.